Ich bin jetzt schon platt, ey. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Das Relationship, eurem Kanal für gute Bindungen und Beziehungen. Wir sind Joni und Janine und Janine wird euch jetzt in einer Sekunde... Janine wird euch jetzt in ein paar Sekunden erklären, worum es heute geht. Hey, heute geht es um eine Challenge. Ja, Joni und ich betteln uns. Und zwar geht es um das Thema Umdeuten, also systemisches Umdeuten. Das heißt, wir spielen ein Spiel, wo es negative Verhaltensweisen von Kindern gibt, die wir versuchen, positiv umzudeuten. Es ist halt wichtig, weil man dann sozusagen bestimmtes Verhalten im anderen Kontext sieht. Also nicht nur, das Kind war böse oder frech, sondern das Kind hat eben auch gute Eigenschaften, also andere gute Kompetenzen. Und das wollen wir jetzt mal üben. Ein Spiel für Eltern. Das Spiel heißt, mein Kind ist. Und was wäre eine Challenge ohne eine dicke Bestrafung für den Verlierer? Für dich dann also. Genau. Okay. Ich deck auf, du fängst an. Mhm. Mein Kind ist ein guter Schauspieler. Mein Kind ist emotional. Mein Kind erkennt Gefahren. Mein Kind weiß, wie es Aufmerksamkeit bekommt. Mein Kind, mein Kind, Okay. 1-0. Also. Mein Kind stellt sich nicht immer in den Vordergrund. Mein Kind ist eher ruhig. Mein Kind achtet auch auf andere. Mein Kind steht nicht immer an erster Stelle in der Reihe. Mein Kind schwimmt gerne. Nee, ja, also geht unter bei den anderen, ne? Kann sich nicht durchsetzen. Also ja, ja. Schüchtern. Mein Kind lässt sich Zeit. Mein Kind arbeitet genau. Mein Kind genießt. Mein Kind hat ein Häuschen, wo es sich zurückziehen kann. Mein Kind ist sehr genau. Hat ich schon. Puh, mein Kind steckt voller Energie. Mein Kind kann sich gut durchsetzen. Mein Kind hat einen hohen Bewegungsdrang. Mein Kind ist stark. Mein Kind setzt seinen Körper gut ein. Das ist genauso wie stark. Mein Kind denkt an sich. Mein Kind wurde als Kind verprügelt. Nee. Nee.